Die besten Weine Österreichs gehen jetzt auf Tournee. Prämiert wurden sie bereits im Juni. Jetzt kann man die Crème de la Crème bundesweit verkosten. Bei der Salontournee in den Casinos Austria. Wir sehen bei den Salonweintouren die gesamte Palette des österreichischen Qualitätspotenzials beim Wein. In den jungen, frischen Kategorien, wo die Weine des Jahrgangs 2015 schon da sind, können wir das Potenzial dieses Ausnahmejahrgangs auch beim Salon sehen. Und immer mehr Winzer reichen bei den Rotweinen zum Beispiel auch reifere Weine ein. 2012er sind noch da. Es ist ganz toll, auch das reife Potenzial des österreichischen Weins zu sehen. Der Salonwein tourt nur bei Casinos Austria. Es herrscht immer eine große Neugierde. Und im September von Baden bis Bregenz sind die neuen Weine zu verkosten und die Gäste freuen sich drauf. Ein repräsentativer Querschnitt, der auch den Sekt mit einschließt. Ich habe einen aromatischen Muscatella-Sekt und einen gut gereiften Brut Rosé, der 18 Monate auf der Hefe gelegen ist und der von der Sektpyramide den Mittelbau abbildet. Insgesamt wurden mehr als 7000 Weine österreichweit bewertet. 270 davon schafften den Sprung über die Landesprämierungen in den Salon Österreich Wein. Aus diesem Pool erkostete man letztendlich die besten Weine in 16 Kategorien. Erstens einmal ist es ein Zeichen, dass wir uns immer dem Qualitätswettbewerb stellen in Österreich. Das ist für ein kleines Weinland ganz besonders wichtig. Und zu guter Letzt natürlich der Salon Bickerl auf der Flasche ist wirklich ein Verkaufsargument. Der Salon ist international wichtig, die Leute kennen das. Also ich war mal in Südafrika und auch dort kennen sie das zum Beispiel. Man kann sich immer messen mit anderen Winzern, wo man steht. Ich finde, das ist sehr positiv. Ich liebe Österreich, ich liebe die Weine. Ich habe die Weine früher als fast alle anderen entdeckt. Und heute ist die Weine, beide weiß und rot, einige die beste in der Welt für mich. Zu verdanken haben wir das unseren Top-Winzern, die man natürlich auch prämiert. Sie werden über Fachjournalisten und Sommeliers bewertet und mit dem Titel Salon Auserwählter gekürt. Der Fixstern unter den Salon Auserwählten ist seit Jahren schon Willi Bründelmeier aus Langenlois. Heuer wurde sein grüner Veltliner vom Käferberg prämiert. Der Wein hat einen unglaublichen Charakter, sehr, sehr profund, würzig und hat diesen Schwebezustand zwischen Leichtigkeit, aber auch Tiefe. Das ist nicht nur Boden und Klima zuzuschreiben, sondern vor allem dem Wissen von Willi Bründelmeier und seiner speziellen Lyrarebe-Erziehung. Man hat einfach doppelt so viel belichtete Blattoberfläche. Es kommt dadurch viel mehr Energie zu den Trauben und gleichzeitig haben die Trauben einen Sonnenschirm. Das heißt, wenn es so heiß ist, kommt die aggressive Sonne nicht so leicht zu den empfindlichen Trauben und die Weine bleiben delikater und feiner. Alle Weingärten werden so nachhaltig wie möglich bearbeitet. Die wichtigste Sorte bei uns ist der grüne Veltliner, gefolgt von Riesling, wo wir die Spitzenlagen Heiligenstein Steinmassel haben und dann die Burgundersorten, die wir vor allem für den Sekt brauchen. Und auch der ist sehr beliebt und mehrfach prämiert, wie einfach alle Produkte aus dem Hause Bründelmeier. Perfekt vinifiziert, im Einklang mit der Natur.